Gebrauchtwagen statt Neukauf. Viele Chinesen denken um, wie hier auf einem der größten freien Gebrauchtwagenmärkte in Peking zu sehen ist. Früher konnte man mit Zweithandautos nichts hermachen in China. Nun ist das anders. Ich will hier den Range Rover kaufen. Britische und europäische Autos sind mir einfach lieber als japanische. Gebrauchte sind voll im Trend. In China ist durch den Neuwagenboom der vergangenen Jahre auch die Zahl der Altfahrzeuge adäquat mitgewachsen. Und nun sind die Höfe und Hallen der Autohändler ähnlich überfüllt wie bei uns in Europa. Deutsche Premiummarken laufen auch auf dem Zweithandmarkt wie geölt. Chinesen wollen lieber neue Autos, das ist klar. Aber seit dem vergangenen Jahr merken wir, dass Gebrauchtwagen immer mehr nachgefragt werden. Gebrauchtwagenkunden werden hier beim Audi-Händler genauso behandelt wie Neuwagenkäufer. Und hier gibt es sogar entgegen chinesischer Gewohnheiten Finanzierungsangebote. Das ist auf dem freien Markt anders. Da hat der Kunde noch Bargeld in der Tasche. Und dieser Gallardo geht ziemlich sicher Cash über den Tisch. Der hier ist von einem Verkäufer aus Shenzhen. Der Wagen hat ein bisschen mehr als 1000 Kilometer runter. Der Mann wollte einfach ein schnelleres Auto. Da hat er mir diesen verkauft. Chinesische Automarken sind kaum gefragt. Chinesen wollen lieber Luxus aus Deutschland, auch bei den Gebrauchten. Dem Qualitätssiegel Made in Germany sei Dank.